Peter Käser ist Heimatforscher. Seit 25 Jahren trägt er die Puzzleteile über den geheimnisvollen Absturz zusammen. Am Abend des 21. April war das Flugzeug in Berlin gestartet. Das Ziel? Spanien mit Zwischenstopp in München. Die Condor Hessen bot die letzte Möglichkeit, aus der belagerten Stadt zu entkommen. Doch sie gerät in heftige Unwetter. Das brennende Flugzeug wurde hier schon gesehen vor dem Absturz. Hier ist München, etwa 100 Kilometer, sollte dieser Flieger landen. Das Flugzeug kommt hier von Norden sehr tief fliegend. Nun geht es um Leben und Tod. Es war sicherlich dramatisch, diese letzten Minuten im Flugzeug drinnen. Der Flugkapitän sucht eine Möglichkeit zu landen. Er weiß, dass sein Flugzeug brennt. Es ist etwa 10 Uhr abends. Da werden die Bewohner von Pieskow von einem lauten Dröhnen über den Dächern erschreckt. Maria Huber war damals 8 Jahre alt. Eine Schulfreundin von mir, die hat es am Abend noch erlebt, wie das Flugzeug brennend über ihr Haus geflogen ist. Dann hat die Mutter die beiden Kinder, sie und den Bruder, gepackt und hat gesagt, jetzt müssen wir uns auf den Boden werfen, jetzt sterben wir zusammen. Der Papa ist im Krieg gestorben und jetzt müssen wir auch sterben. Tatsächlich aber ist das Flugzeug noch weiter geflogen in freies Gelände. Da explodierte einer der Motoren. Das Wetter war dermaßen schlecht. Es war Orkan, es war Schnee und Hagel. Hier ist die Stelle, wo der abgesprengte Motor gelegen ist. Einige hundert Meter weiter im Wald. Wir sind jetzt hier an der Absturzstelle. Das Flugzeug kommt hier fast senkrecht herunter und schlägt hier im Waldboden auf und brennt. Hier in den Trichter ist die Kanzel drinnen gesteckt, steckt auch sicherlich heute noch drinnen, und zwar sehr tief, sicherlich 8 Meter tief. Da drüben ist der linke Motor, hier sind die zwei rechten Motore. Maria Huber ist am nächsten Morgen zusammen mit den Kindern aus der Nachbarschaft zur Unfallstelle gelaufen. Die Bilder haben sich eingebrannt. Es hat geraucht, Flugzeugtrümmer sind herumgelegen und ganz schlimm Körperteile. Ich erinnere mich an ein Ohr, das ich gesehen habe, Hände, Füße. Aber es war vieles sehr undeutlich durch den Rauch. Es war eben beeindruckend, so mitten im Wald, mitten unter diesen Bäumen, diese fürchterliche Stelle. Über die Jahre hat Peter Käser zahlreiche Fundstücke von der Absturzstelle zusammengetragen. Das ist ja direkter Kontakt zu den Verstorbenen, von den Abgestürzten. Und wer war da dabei? Ja, der eine hat große Schuhnummer, dann eine Frau und ein Kind. Kabel vom Flugzeug, Strumpfhose, Kinderschuh. Es dürften an die 25 Leute gewesen sein. Das Flugzeug war für 24 Personen ausgelegt, aber es war sicherlich gerammelt voll. Der Pilot der Maschine hieß August Künstler. Die Nachfahren haben dieses Fotobuch gemacht. Er hat die ersten Fernflüge gemacht mit den Maschinen der Lufthansa. Er wurde immer dann geholt, wenn man einen zuverlässigen Flugkapitän gebraucht hat, der wo sehr viel Flugerfahrung gemacht hat, auch ins Ausland. Er hat auch sämtliche Prominente von der NSDAP geflogen und unter anderem auch Adolf Hitler. An Bord der Condor Hessen befanden sich geheime Papiere. August Künstler versuchte, sie in letzter Minute noch zu retten. Vermutlich lief er mit den zwei Aktentaschen vor der Brust in Richtung Heck. Es ist anzunehmen, dass der Flugkapitän nicht am Steuer gesessen ist. Sonst hätte man seine Leichenteile nicht bei den Abgestürzten heraus im Freien gefunden. Und dieser Künstler hat gesagt, ich muss wahrscheinlich diese Taschen muss ich retten. Also diese Taschen, das ist das Wichtigste. Die Tasche wurde von einem Bauern gleich am nächsten Tag in der Früh um 7 Uhr, der wo hier an der Absturzstelle war, wurde diese fertigen, angebrannten zwei Taschen gefunden, wurden dann an den Ortsgruppenleiter weitergegeben.
Die Taschen wurden aufgeholt von der Kriminalstelle in Mühldorf und wurden dann am 1. Mai waren die Amerikaner in unserem Bereich und die wurden dann auch aufgeholt von den Amerikanern. Sie enthielten Listen mit Nazispionen in Spanien. Deren Aufgabe war, aus dem faschistischen Land heraus zu beobachten, wie es in Deutschland weitergeht. Das legen Dokumente aus amerikanischen Archiven nahe. Im Januar 1952 wurden die Überreste der Absturzopfer ausgegraben, um die Identität festzustellen. Es waren sehr viele Klosterfrau Melisengeist-Fläschchen im Loch, wo die Kanzel drin gesteckt ist. Wenn man stundenlang da im Loch drinnen arbeitet und 7 Jahre alte Leichen ausgraben muss, also haben die Leute, die ausgegraben haben, sicherlich, so ist meine Vermutung, mit Klosterfrau Melisengeist sich angespritzt oder vielleicht einen Schluck genommen, damit eben dieser Geruch, der Leichengeruch, nicht da ist. Man grub, bis man auf einen Oberkörper stieß. In der Tasche der Lederjacke fanden sich Reste vom Flugausweis des Kapitäns August Künstle, zusammen mit mehreren Privatfotos. Etwas aber war sehr merkwürdig bei der Ausgrabung. Die Zeitzeugen, denen ist dann aufgefallen, dass eben die Köpfe fehlten. Und es ist anzunehmen, dass eben dies von den Amerikanern beschlagnahmt wurden. Vermutlich wollten sie klären, ob es sich bei den Passagieren um hochrangige Nazis handelte, die versucht hatten, sich in letzter Minute aus Berlin abzusetzen. Aus deutscher Sicht jedenfalls ließ sich nur etwa die Hälfte der Passagiere identifizieren. Darunter die Mitglieder der Besatzung sowie Mitarbeiter der Lufthansa. Nach der Exhumierung wurden die Reste der Absturzopfer auf dem Friedhof in Tegernbach beigesetzt. Dort ließ die Lufthansa Anfang der 60er Jahre ein Grabmal errichten und sorgte für den Blumenschmuck. Die Lufthansa hat es viele, ich glaube sogar, man kann sagen, Jahrzehnte bezahlt, den Gärtner in Neumarkt. Und es war immer in den Farben der Lufthansa war der Blumenschmuck. Das war wunderbar. Das sind so welche Farben? Blau-gelb muss das gewesen sein. Stimmt das? Lorenz Scheidhammer war damals 15. Die Erinnerungen lassen ihn bis heute nicht los. Jahrzehntelang konnte er nicht darüber sprechen. Leichen, Blechschäden, alles, was die Leichen sind, zerfetzt. Das sehe ich noch. Sein Sohn Josef ist Schmied. Er hat für die Absturzopfer eine Stele gestaltet. Durch die Arbeit des Sohnes löste sich beim Vater ein Trauma. Da war vorher nie ein Gespräch da. Also ich habe nie was gesagt. Und während der Arbeit in der Werkstatt haben wir dann immer wieder geredet. Die Wunden, die der Absturz hinterlassen hat, sind vernarbt. Viele Fragen zu Passagieren und Mission der Condor Hessen sind dagegen noch immer offen.